der ist so schlimm. Ach, Kacke! Wie kriegen wir den da runter? Ah, so. Okay, jetzt schaut man das quasi frei. Hm. Hm. Oh, okay. Hey! Klasse Idee! Ja! Ha! Ah! Dein Arsch steckt voller Überraschungen! Voll gut! Wir haben's geschafft! Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein! Gib den Drachen. Das heißt. Jetzt müssen wir nochmal, oder? Runter kommen wir genauso. Ach so. Ich nenne es Furzkuh. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkuh schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Oh doch. Sehr nice. Cool gemacht. Mhm. ...259 Macht. Meine Macht wächst. Will ich mit dir nochmal reden? Nee. Das brennt jetzt vielleicht kurz, Buch. Oh, ouch, ouch! Oh, der super-aggressive Superheld! Oh, okay, ich mache ein Foto, aber nur, wenn es schnell geht. Ja, dann haben wir da auch wieder alle. Uhu! Okay, jetzt lass mich die Wunde weiter behandeln. Oder? Ja. Influencer. Das heißt, oh, habe ich wieder ein neues Kostüm gekriegt? Habe ich es ja zum Glück nicht so weit nach Hause. Ich habe immer nicht verstanden, wie du so viel Schwung erzeugt hast. Wunderarsch. Wenn du irgendwann mal wo musst, ruf mich einfach an. Nur ich und mein Cousin. Ich freue mich so, mit euch allen zu spielen. Keiner freut sich, mit ihm zu spielen. Hoffentlich ein cooles Kostüm. Ich bin ein cooles Kostüm. Oh, hey, Schatz, dein Vater. Emo-Ponys. Gucken wir uns mal an. Ich fühle mich sofort so emotional und ich möchte weinen. Oh, hey. Möchte ich aber jetzt echt zu Fuß weiterlaufen? Mal gucken, wo wir überall dieses Windrädchen haben. Muss ich denn abbiegen? Ein ganzes Stück, okay. Sonst sind mir immer so viele aufgefallen. Jede Wette, dass ich jetzt wieder keins finde. X, nix, hey, nix, du warst in den Kanal 4 Nachrichten? Dafür brauche ich auch dieses Zeitanhalten, 100 Pro. Muss ich gucken, da muss ich hoch. Ja. Das ist gesagt, kein einziges jetzt hier auf dem Weg.
So, das war bei Jimbo, gell? Ja. Nicht Jimbo. Aber da ist auch. Haha. Moment. Hm? Soll ich ein Bild machen? Und was bringt mir das? Warum ist jetzt hier? Okay. Hm? Wie, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, ich muss es von da oben machen. Okay. Hab's verstanden. Jetzt. Bereit? Wow, wow! Ja. Wow, krasse Scheiße! Als ich das letzte Mal so high war, hatte ich Sex mit einem großen schwarzen Strandtuch. Du bist hier raufgekraxelt. Das ist ein Selfie wert. Wie gucken wir denn? Oh. Recht kühl hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Hm? Was hat's denn damit auf sich? Ach, das ist der Käse. Mach's genauso, wie ich's dir gezeigt habe. Ich sehe unser Haus von hier. Aber erst das noch. Wir sind echt weit oben. Nicht machen. Oh. Nordmann-Anzug ist natürlich schon geil, oder? Herstellen. Das ist auf jeden Fall Tor. Sieht auch so ganz cool aus. Noch so ein kleines Tor aus uns. Nee, aus dem Schwarz. Wir lassen es so. Muss ich wohl oder übel nochmal hier hin. Vielleicht geht es jetzt nicht dann wegen der... Oh Gott, wie machen Quest? Die das nur? Wir haben es geschafft! Wir sehen uns! Ja, vielleicht liegt es jetzt an der Quest. Komisch irgendwie. Nein, ist nicht... Ja, doch. Hm. Moment. Das ist ein Rätsel. Bereit? Ja! Das ist irgendwie ein Rätsel. Jetzt gucken wir mal. Kann ich das tragen? Zeit behalte deinen Daumen halt für dich, Furznase. Nee. Moment. Ich sehe unser Haus von hier. So rum. Jetzt nochmal zurück. Nette Zeit. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. So, jetzt nochmal zurück. Zeitmanipulation. Recht kühl hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln.
Aha. Bereit? Ja! Okay, geschafft! Amazonenanzug. Amazonendiadem, Amazonenarmschienen. Startbereit! Das hast du wirklich drauf. Bis dann! Cool! Entsaffter Kurbel der Erinnerungsbärenform. So, jetzt zum Medical Center. Jetzt ist die Frage... Machen wir schnell Reise so. Müsste ja gehen, oder? Von Nutzen sein? Fantastisch! Ja. Bis denn, ne? Jetzt kriegen wir bestimmt das Zeit-Einfrieren-Ding ins Kirchen. Ach nee, das ist da. So rum. Kotz. Wohin des Wegs? Aber da war, hatte ich nicht eins. Nee, hab ich nicht. Verdammte Axt. Renn lieber schnell! Bitteschön. Bin ja gespannt, wie ich dann darüber komme. Jetzt müssen wir wieder hier durch. Nee, jetzt kommen die Raisins wieder. Nee. Miau. Bereit? Yes. Wer denkt sich sowas aus? Okay, das ist noch im Weg. So viel steht fest. Das gehe ich doch nicht runter. Doch. Habe ich das vorher einfach nicht probiert? Dann mal los! Hopp. Okay, geschafft! Recht cool hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Auch cool. Okay, 4 von 40, da kann man sich ausmalen, wie viele Outfits es noch gibt, hey. So, Morgan Freeman. Los, nur keine Hemmungen. Pause. Mit der Zeitfurzpause kommst du sicher über sonst tödliche Hindernisse. Halte Öl. Aha. Ah, neuer. Wie ich sehe, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen. Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. So, erstmal gucken. Haben wir noch was? Ein Perlebord. Oh, Jack Sparrow, ha? Huh? Nee, Alter, ich mach prinzipiell keine Selfies, wenn ich nicht high bin. Oh, will eure Freundin ein energetisierendes mentales Gefühl oder ein Ganzkörper-High? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Hey, wollt ihr high werden? Oh, hi Eric. Oh,
Tauli. Dachte, du wärst auf Entziehungskur. War ich und jetzt bin ich wieder in South Park. Clean und nüchtern seit einem Jahr. Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts. Und du arbeitest in einem Grasladen? Cannabis, Eric, und ja, das ist super. Ich werde jetzt high davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile, ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Ha. Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich lieber auf dem rechten Weg, verstehst du? Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu merken. Aber jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tu Gutes, indem ich den Leuten helfe. Die brauchen pflanzliche Heilmittel. Für den ganzen modernen Stress mit Job, Steuern und Verkehr und mit der Alten, die mir wegen der Scheißwohnung im Nacken sitzt und Meckertauli, das Klo ist kaputt. Und warum kannst du das nicht reparieren? Bin ich vielleicht Klempner? Bitch, ich bin ein Handtuch und kein verdammter Klempner! Okay, wir wollen für eine Freundin Medizin abholen. Sie heißt Classy. Oh, Classy, Classy mit einem Y, aus dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wie wird das C leckt? Nein, Classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Oh, die Classy, klar, ich habe ihre Bestellung. Nehmen sie mag Bananakusch für ihre Rückenschmerzen und Platinum OG für... Warte, was zur... Wer hat hier Chillax-Kusch zum OG Mellow Bliss getan? Was zur Hölle, ihr Spasten? Die Leute wollen doch nicht Mellow mit Chill mischen, das fuckt sie voll ab. Gott, fuck. Hey, Tauli, alles cool, reg dich ab. Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und hab keinen Appetit. Diese Scheißstadt ist so abgefuckt, dass wir unsere Ware von Scheiß-Sechsklässlern kaufen müssen, die keine Ahnung haben, welchen Scheiß sie da reintun. Und dann kommen auch noch ein paar kleine Schwanzlutscher in meinen Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll. Fickt euch! Reg du dich ab! Du bist ein Handtuch! Nüchterner Tauli. Graspfleger, rein hier! Verpasst diesen Kids mal eine Beratung! Ziehen wir... Beruhige Tauli. Vorsicht! Hier ist überall Ware! Lange Hand! Beruhige den Tauli. Allerfeinster Handtuchspaß! Ich mag den Job, weil ich immer wieder was lerne. Ich kann die Zeit auch anhalten. Okay. Zündest du meinen Vorrat an? Riecht aber gut. Gottes Lufterfrischer. Steck noch einen an! Wie soll ich denn das machen? Ah, das brennt! Versau das nicht, Blödsack! Ich hau jetzt Tauli trotzdem einfach aufs Maul. Ich könnte ewig weitermachen, weil ich ein super flauschig weiches Handtuch bin. Unsere Kräfte sind machtlos gegen das Handtuch. Zünd es an, Wunderarsch. Das sind meine Lebensersparnisse an Gras. Hör auf, die Ware abzufackeln. Aber das ist echt gutes Zeug. Wir brauchen noch mehr Rauch. Hallo, ich brenne hier. Darum kriege ich nicht mal 5 Minuten Pause. Um alles muss man sich selber kümmern. Boah. Au, was soll denn das? Verbreitet eure schlechten Vibes woanders. Streng dich mal an, Alter. Komisch, ich sollte eigentlich gar nichts mehr spüren. Zieh doch mal. Oh. Gefällt euch das, ihr bescheuerten Shit. Handtücher? Der Verkäufer ist König. Ich hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest für eine gute Partystimmung. Zünd auch den letzten an. Ja. Ah, ich will doch nur den Leuten mit ihren Ängsten helfen. Ah. So, ich komme jetzt bestimmt nicht da hoch, oder? Los geht's, Furzlaut. Natürlich nicht. Echt uncool, Leute. Von sowas war bei der Mitarbeiterschulung nicht die Rede. Toll, ich hab nur 5 Minuten Pause, aber du darfst bei der Arbeit schlafen. Ist doch kacke. Coole Qualmerei. Aber ich muss, glaube ich, ein Macaroni-Bild einsetzen. Sorry für den Ausrasten. Bitte nicht sterben. Ich find's einfach... Komm mal wieder runter.
Mir reicht's bald. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Was für eine schwarze Judenmagie ist denn das? Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Ah! Okay, der muss weg. Ich geb's zu, du hast Potenzial. Vielleicht mache ich heute früher Feierabend. Achtung, dramatischer Kuhn-Move. Fett, ich stehe in Flammen. Eric vielleicht nochmal heilen? Oder dann halt mich. Willst du was Cooles sehen? Dann besorg mir Haarspray und ein Feuerzeug. Au! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Okay, schnell heilen. Ich hab so einen Gesundheitsständer. Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Das ist das Schwierigste, da hochzukommen. Mit euch abzuhängen macht Laune. Gleich kriegt ihr Tollwut. Okay, jetzt aber, oder? Yes. Und jetzt mein bester Angriff! Mein bester Angriff! Hey, Leute! Wie geht's, Eric? Du bist cool, Mann! Schön, dich zu sehen. Benibelische Schmerzrezeptoren. Muss mal angucken, was sie alles machen, was ich da jetzt gekriegt habe. Hi, das ist für Classy. Es gibt noch ein paar Haschnuggets und Granddaddy Purple Shatter aufs Haus. Komm jederzeit wieder vorbei. Sehr gut, Neuer. Bring das zu Classy. So, und theoretisch müsste ich doch jetzt auch das von Break machen können. Das probieren wir jetzt einfach mal. Jetzt müsste es gewesen sein mit der Zeit anhalten. Hier war doch auch noch was. Chaos bestraft seine Feinde! Die neuen Öffnungszeiten nie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag! Oh, wie die Chaos-Typen verprügeln, so. Ich hab keine Angst vor nichts und niemandem! Zeig ihnen, was du drauf hast! Mach sie fertig, Wunderarsch! Die Stunde des Chaos steht bevor! Die sehen aber auch cool aus, irgendwie. Erinnern sie an die ganz alten Bösewichte aus Batman, aus der Serie, also ja, war das? War das 60er oder 70er? Danke, so muss ich ihm nicht selbst den Finger zeigen. Pandemonium! Selber Knie nieder vor Chaos! Auto! Auto! Runter von der Straße, ihr Scheißbäger! Puh, geschafft! Saft, gib mir Kraft! Diabetes regelt das! Und ich dachte, Diabetes würde einen nur benebelt machen. Ich folge dem Ruf des Chaos! Die packen wir easy! Au. Hauen wir rein! Also los! Mega-Faustschlag! Das habe ich kaum gesehen.
Ich bin wieder da, wieder. Hm? Bitte keine Nasenscheidewandverkrümmung. What? Oh Mann, Superhelden sind super. Ich verlass mich auf dich. Was war das denn jetzt? Haha, da kommst du nie rein, Superblödi. Hilf uns von der Arsch. Jetzt wirst du zerfetzt. Geht das? Achso, der ist schon tot. Okay, dann, Ben. Chaos ist unausweichlich! Dein Angriff steigert nur meinen Zorn! Captain an Deck! Ja, das hast du verdient! Der springt dir jetzt nicht so in die Luft. Lust auf eine Runde, Chaos! Fäuste lösen wirklich jedes Problem. Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein. Aber da komme ich immer noch nicht hoch. So, jetzt mache ich zuerst mal das mit dem Hamster. Hatte ich das hier schon? Höchster etwa! Diabetes? Diabetes Schmetterschlag! Zieh weiter, tapferer Krieger! Wir werden uns wiedersehen! Ach, das. Auch geil. Wobei. Ich bleibe jetzt erst einmal hier. Ich bin aber sowieso. Es sollte schon passen. Jetzt so Sturm, da müsste ich so ein Elementar-Typ sein oder so. So, Hamster. Haha, hab dich.